Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady und heute wird mal wieder ein bisschen bewertet. Normalerweise möchte ich zweimal die Woche ein Video machen, aber wenn es halt gerade einfach zu krass in Pokémon Go abgeht, dann gibt es halt einfach mehr Pokémon Go und weniger Wayfarer. Das müsst ihr mir verzeihen, ist wichtig für meinen Kanal, also dementsprechend unterstützt es bitte auch. Auf meinem aktuellen, also wir gehen jetzt erstmal auf die Statistik ein, auf meinem aktuellen Upgrade habe ich 41%. Das heißt, ich habe seit dem letzten Video, was ich von zu Hause aus aufgenommen habe, 23% dazu verdient und ich habe 20 Bewertungen durchgeführt. Im Endeffekt habe ich 10 Bewertungen in Malaga gemacht und 10 Bewertungen im letzten Video. Also dazwischen nichts. Und mein Standort ist immer noch Spanien. Das kann ich jetzt gerade schlecht ändern, weil sonst wäre der Standort Altenheim. Und ihr wisst ja, in Altenheim kriegt man einfach viel zu viele Französische. Ich muss das mal heute auf Offenburg ändern. Das habe ich nicht gewusst. Mein Ziel war ja eigentlich Düsseldorf und das habe ich halt leider nicht hinbekommen. Naja, und die zweite Möglichkeit wäre jetzt ja gewesen, in München meinen Standort mal auf München zu stellen. Naja, hat auch nicht geklappt. Gut, wir fangen mal von vorne an. Was ich hier ganz vorne drin habe, und zwar ist das, mein Einspruch ist immer noch so wie vorher, es hat sich nichts verändert, also da bewegt sich gerade relativ wenig. Und ich werde auch immer wieder gefragt, wie lange dauert sowas, bis ein Einspruch dann wirklich bewertet wird, keine Ahnung, ich habe keine Einschätzung. Wenn ihr wisst, wie lange euer Einspruch gebraucht hat, bis er bearbeitet wurde, schreibt es mir gerne in die Kommentare, damit wir einen Durchschnitt errechnen können. So, das war Thema Nummer 1. Thema Nummer 2. Niantic Wayfarer bekommt eine App. Es soll bald eine App geben, eine Beta-App, mit Beta-Zugriff. Darauf können Lightship-Entwickler und die Botschafter zugreifen. Und später in diesem Jahr sollten dann noch weitere Entdecker eingeladen werden. Mit dieser App soll in erster Linie Wayspots gescannt werden können. Das, was man in Ingress und Pokémon Go schon machen kann. Gab es noch eine wichtige Sache dazu? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Bewerten von Wayspots aber in dieser App in der Beta-Phase noch nicht möglich ist. Ich könnte mich aber auch irren. Lassen wir uns einfach überraschen, ob irgendjemand irgendein Beta-Tester mal so ein bisschen was von dieser App dann zeigen wird oder ob wir es dann irgendwann selber testen. Dann gibt es nochmal ein Feedback. Da gab es noch einen kleinen Eintrag von Niantic, der ganz interessant ist. Hier haben sie sich bedankt für das konstruktive Feedback. Es geht um automatische Upgrades zu verhindern. Und nur noch Upgrades zu verwenden, wenn man einen hat und wenn man auch eine aktive Einreichung hat. Wir haben gehört, es werden wieder die, also sie möchten die Schaltfläche Upgrade Next wieder einführen und dass man Upgrades auch machen kann, wenn der Wayspot schon in der Abstimmung ist. Das ist hier der. Das, was demnächst kommen wird, und zwar Anfang Juni soll das kommen. Dementsprechend habt bitte noch ein bisschen Geduld. Die Änderung, die Niantic hier durchgeführt hat, war jetzt nicht perfekt, aber sie wollen es korrigieren und ja, warum nicht? Also, dass ein Wayspot in der Abstimmung ist und dass man dem ein Upgrade geben kann, ist definitiv sinnvoll. Finde ich gut, dass sie es machen werden. Upgrade Next, könnte man sich jetzt drüber streiten, finde ich jetzt nicht so wichtig, aber theoretisch, warum denn nicht? Upgrade Next bedeutet im Endeffekt, ich markiere einen Wayspot, der ein Upgrade erhält, sobald ich einen habe.
Ja, also sobald ich ein Upgrade verdient habe, wird dieses Upgrade dann auf diesen automatisch zugeordnet. Dennoch bleibt die Funktion automatisches Zuweisen von Upgrades einstellbar. Habe ich euch ja schon mal gezeigt. Gut, dann können wir nun hier vielleicht noch mal kurz die Statistik. Ich bin seit Malaga auf gut gelandet und ich vermute, dass ich da so bleiben werde, bis ich in Deutschland wieder bewerte. Also ich denke, die spanischen Wayspots haben mich so runtergezogen. Wir werden sehen. Werde demnächst irgendwann mal vielleicht mal wieder einen großen deutschen Bulk bewerten. Wo geht's denn als nächstes hin? Also wenn es jetzt zum Beispiel beim globalen GoFest nach Karlsruhe geht, dann muss ich mir auf jeden Fall meine To-Do-Liste eintragen, dass ich beim GoFest, dass ich dann dort in Karlsruhe Ingress anschmeiße und mal dort im Spiel eine Funktion durchführe, eine Aktion durchführe, damit mein Standort auf Karlsruhe steht und dann könnte man mal schauen, was da so abgeht. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal aufs Bewerten. Leider hat es zeitlich heute nicht gereicht, auch noch ein Kriterium rauszusuchen. Hätte ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel gehabt. Sehr schönes Beispiel. Sowas hätte ich jetzt gerne gehabt. Ja, eine Fahrradwerkstatt oder zumindest, ist das nur eine Fahrradwerkstatt oder ist es auch ein Fahrradshop? Müssen wir uns noch das ganze Bild hier mal, was näher, Reparatur, Beratung, Verkauf. Also alles. Also hier gibt's alles. Warum ihr zwei Kundenstopper nebeneinander stehen habt, ich weiß ja nicht, ob das so sinnvoll ist hier. Nicht wirklich. Also Werkstatt und Verkauf in einem. Also warum sollte das jetzt ein Wayspot sein? Hat er uns das denn wenigstens hier begründet? Anlaufstelle für alles rund um Fahrräder am Rheinradweg. Warum sollte jetzt dieser Laden was Besonderes sein? Das ist das größte Problem. Es ist etwas Generisches, sage ich jetzt mal. Ja, einen Fahrradladen oder einen. Also fast jeder Fahrradladen hat auch eine Reparaturwerkstatt hinten drin. Also das ist nichts Besonderes. Das gibt es überall. Also warum ist dieser eine Laden jetzt so wichtig und was Besonderes? Er sieht auch nicht besonders toll aus, ganz ehrlich. Also ja, gut, er hat eine rote Tür und eine blaue Wand. Super. Also für mich ist das hier nix. Es ist jetzt auch keine Gegend, die irgendwie absolut Wayspot-arm ist. Der nächste Wayspot ist gefühlt 50 Meter, 100 Meter weiter entfernt. Dementsprechend ist das hier jetzt nicht zu wenig. Da ist ein bemalter Verteilerkasten, alles gut. Also nö, da hier nichts begründet worden ist, würde ich das jetzt hier mal ablehnen. Interessant wäre jetzt zum Beispiel, warum sind wir hier, achso, im Restaurant Poseidon, achso, wir sind im Restaurant Poseidon, jetzt verstehe ich es. Ich dachte jetzt, wenn jetzt diese Fahrradwerkstatt zum Beispiel einen Biergarten hätte, wäre wirklich was Besonderes, ja. Aber das gibt es meistens nicht. Also das wäre schon ziemlich krass. Eine Werkstatt und ein Biergarten, das wäre ein bisschen viel verlangt. Was wäre noch besonders, wenn man bei dieser Fahrradwerkstatt mit reparieren darf. Also, dass man sich bei der Reparatur nebendran stellen darf, zugucken darf, damit man vielleicht auch ein bisschen was lernen kann, falls man ja schon handwerklich geschickt ist, aber vielleicht einfach keinen Plan davon hat. Und ich weiß, dass man auf YouTube zig Videos dazu findet, wie man Fahrrad repariert. Dann wäre das vielleicht tatsächlich noch eine Alternative, das hier zu nennen. Aber es wurde nichts genannt und ich recherchiere jetzt ganz bestimmt nicht, ob dieser Laden was Besonderes ist. Das ist zu aufwendig. Erfüllt die Kriterien einfach nicht. Absenden. So, das hier ist in Spanien
Und das ist irgendein Wegweiser. Der Wegweiser ist mitten im Wald. Und alle Wegweiser, die im Wald sind, müssen noch nicht mal Wörter haben. Da reicht vielleicht schon eine Markierung oder so. Gucken wir gerade mal, sind die... Die anderen sind leider noch gar nicht angenommen worden. Finde ich ein bisschen schade. Alter, was ist das denn? Nein, oder? Doch. Das kommt mir bekannt vor. Gibt es, glaube ich, woanders in Amerika oder so. Da ist eine Glasscheibe drin, damit du richtig krass nach unten gucken kannst, ohne runterzufallen. Uah. Hölle für jeden, der Höhenangst hat, ja? Der Riesenrespekt vor Höhe hat und schlotternde Knie bekommt oder sogar einem schwindlig wird, nur wenn man eine extrem krasse Höhe sieht, ja? Das meine ich. Okay, also ja, das ist ein Wayspot. Ich brauche dafür keine weiteren... Da reicht mir allein schon das Foto, das passt. Das Umgebungsfoto hat mir dabei geholfen. Hätte er das Umgebungsfoto nicht richtig gemacht, wäre das jetzt zum Beispiel nicht möglich gewesen. Ob das jetzt wirklich an der Stelle ist, kann ich nicht sagen. Deswegen muss ich hier 3 Sterne geben. Das ist kein Ortsschild. Hinweisschild. Ja, kann man vielleicht sagen. Sport im Freien. Ja, ist vielleicht ein Fahrradweg oder ein Wanderweg. Eine Wegsmarkierung auf jeden Fall. Wanderweg steht ja auch nochmal drin. Nehmen wir doch. Vielleicht doch Hinweisschild eher nicht. Aber der Rest vielleicht schon. So. Dann haben wir hier ein Restaurant. Das Restaurant hat eine Skulptur, ein altes Boot. Und das geht in Ordnung. Das kann man machen. Das ist, so kriegt man wenigstens noch Restaurants relativ gut rein. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Umgebungsfoto einfach noch näher an diesem Boot dran ist, anstatt das Gegenteil. Also das Wayspot-Bild gefällt mir aber sehr gut. Ist jetzt nicht so, als wäre das schlecht, aber ich hätte mir hier jetzt vielleicht was anderes vorgestellt. Ich denke aber, dass man den Wayspot ohne Probleme auf dem Satellitenbild erkennen kann. Und deswegen schauen wir uns doch das einfach mal hier an. Interessant. Anscheinend wurde das erst frisch gestrichen, aber hier 2009 ist es noch nicht frisch gestrichen. Heißt jetzt aber auch nicht, dass das jetzt irgendwie schlecht wäre oder so. Also ja, die parken echt super hier. Die Spanier sind also wie die Franzosen, ja. Die parken überall, wo es irgendwie möglich ist. Und der Fußgänger hat dann hier nicht die Möglichkeit, die Treppe hochzugehen und an dem Auto vorbeizulaufen. Also da ist quasi null Platz. Null. Ja, also das Boot ist da. Also von daher, der Standort stimmt. Eine Skulptur, ja. See, nein. Restaurant, ja, von mir aus. Café, nee. Steakhouse, das weiß ich nicht, kann sein. Kultige Architektur, nee. Ich finde, eine kultige Architektur muss schon ein Gebäude sein und nicht dieses Boot. Sieht lustig aus. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Wieder Spanien, ein Wegweiser, den ich aber nicht lesen kann. Und diesmal ist da nur Schrift drauf. Auch hier haben wir aber keinen asphaltierten Weg. Hierbei wäre es aber schon wichtig, dass wenigstens der Name des Wanderwegs draufsteht und nicht einfach nur der Name von einem Ort. Ich werde das überspringen. Das sollen die Spanier machen, das ist mir zu kompliziert. So, als nächstes haben wir wieder Spanien. Und das sieht aus wie eine Fabrik oder so. Was soll das sein? Ach, eine Berufsschule in Portugalate, Spanien. Okay. Das ist eine Berufsschule. Ach, wie praktisch. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre eine Firma. Okay, eine Berufsschule. Eine Berufsschule darf kein Wayspot sein. Oh, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen. Also, eine Grundschule
und eine weiterführende Schule darf kein Racebot sein. Aber eine Berufsschule. Also Uni geht. Aber eine Berufsschule ist auch doch ziemlich stark. Eine Berufsschule ist meistens aber auch nur für die Leute zugänglich, die dort zur Schule gehen. Und deswegen ist es kein Racebot, soweit ich weiß. Nee, abgelehnt wegen Schule. Kriterien, ne? Boah, ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo die Ablehnkriterien sind. Da unten ist doch Schule, Mensch. So, dann, was haben wir hier? Spanien, irgendein Wegweiser hätte ich jetzt gesagt. Naja, damit kann ich wieder nichts anfangen. Ich würde das mal auch wieder überspringen. Das ist ein bisschen doof, wenn man halt gar nichts lesen kann, weil Spanisch und so. Das ist jetzt zum Beispiel eindeutig. Das ist eine Infotafel, da sind Bilder drauf, da ist ein Text drauf, da ist auch ein Emblem drauf, dass man weiß, von wer ja das ausgestellt hat, also dementsprechend easy. Da interessiert mich der Text mal überhaupt nicht. Ich gehe immer grundsätzlich davon aus, dass keiner ganz, ganz böse Dinge in den Text geschrieben hat, deswegen da bin ich blind und mache das dann einfach, um mir die Zeit beim Bewerten zu verkürzen. So, jetzt wird es aber gerade schwierig, ne? Ich sehe auf dem Bild Pflanzen, Bäume oder Sträucher und vielleicht noch ein kleines bisschen Weg. Sonst sehe ich hier leider gar nichts. Und es kann tatsächlich sein, dass man diese Tafel auf den Street View... Also da ist es definitiv nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht. Hier drüben wahrscheinlich schon eher. Also auf dieser Seite könnte es zum Beispiel sein. Ich gebe dem Standort einen Stern, weil ich einfach sage, nee, so hundertprozentig passt das jetzt nicht so. Ohne dass ich jetzt den Racebot komplett deswegen ablehne. Hinweisschild, ja. Wanderweg, nein. Karte, nein. Wegmarkierung, nein. Absenden. So, das ist natürlich ein richtig schönes Graffiti. Sehr künstlerisch. Da steckt wirklich viel, viel Arbeit drin. Das sieht man ja deutlich, denke ich. Das ist eine Unterführung. Irgendwo. Was ist das eigentlich? Wow, krass, okay. Malaga ist hier. Ist krass, oder? Also wenn ich jetzt wirklich meinen Standort auf Malaga habe, bin ich aber schon überrascht, dass er mir jetzt einen Racebot von hier anbietet. Ich kann den Ort nicht lesen. Egal. Okay, also historisch-kulturelle Bedeutung, ja, weil es Kunst ist. Optisch einzigartig, ja, definitiv. Sicherer Zugang, auf jeden Fall, ist eine Unterführung, das heißt, es ist sogar doppelt gut. Dieses Bild hier scheint uns gerade nicht wirklich dabei zu helfen. Ich hätte jetzt gesagt, es wäre jetzt vielleicht da drin, das könnte aber auch ganz woanders sein. Man kann es jetzt halt leider nicht sehen, also... 3 Sterne kannst du hier maximal geben und darauf und hoffen, dass es da ist. Ansonsten wäre es vielleicht aber auch hier. Ich kann es nicht beurteilen. Ich sage dann deswegen einfach mal 3 Sterne. Muss dann zur Not dann halt jemand anders reporten, wenn es falsch ist. Wandbild, ja. Graffiti, ja. Gemälde, ja. Da hat jemand genau die 3 angegeben im Spiel. Dass es passt, definitiv. Das war nichts Automatisiertes. Wie viele sind es denn eigentlich noch? Möchte ja mindestens 10 machen. 4 noch, okay. Graffiti.
Dieses Graffiti ist jetzt auf einer Art Garagentor. Dieses Garagentor könnte eine Fassade von einem Laden sein. Und ich habe letztes Mal schon so eine Ladenfront gehabt und ich bin nicht damit einverstanden, dass sowas ein Wayspot sein kann, weil es einfach seltener zu sehen ist zu den Zeiten, wo man normalerweise spielt und das dann sowieso dann wieder wegreportet werden kann. Deswegen bin ich damit nicht einverstanden. Vorübergehende saisonale Einrichtung. Oh, das sieht aus wie der Jakobusweg. Gibt es den auch in Spanien? Boah, krass. Schade, Umgebungsfoto ist ultra schlecht, weil der Kandidat gar nicht mit drauf ist. Zwei wurden sogar schon davon angenommen. Und hier ist noch eine andere Wegsmarkierung. Hier ist noch eine andere Wegsmarkierung. Ja, irgendwie finde ich es komisch, dass jetzt 20, dass das Street View von 2022 nicht das zeigt, was wir uns eigentlich hier oben angeguckt haben. Wo ist der? Also ich glaube, da stimmt was nicht. Ich sage, der Ort stimmt nicht überein. So, dann haben wir wieder natürlich was aus Spanien, irgendeine Markierung an einem Haus, wie alt das Haus ist. 1978. Nur weil etwas alt ist, ist es nicht automatisch ein Wayspot. Das ist Thema Nummer 1. Nummer 2, es gäbe definitiv andere Möglichkeiten. Das schwarze Brett wäre vielleicht fast noch besser, wobei das vielleicht in Richtung Werbung geht, oder? Obwohl das da sieht nicht aus wie Werbung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich würde es mal überspringen, sollen die Spanier machen. Okay, was ist das? Also wir haben hier eine Steintafel, auf der ist ein Haus auf einem Hügel. Die Sonne hat eine 7. Okay. Was bedeutet denn der Titel? Der Titel bedeutet was mit Mosaik oder was? Das passt jetzt nicht so wirklich. Müssen wir übersetzen. Was ist das? So, Sprache erkennen Deutsch. Also ja, eine Fliese, dekorative Kachel mit einem Namen des Gebiets, in dem sie sich befinden. Für mich sieht das eher aus wie eine Hausnummer. Und ich kann das leider auch nicht wirklich gut erkennen. Das Wichtige, was man hier sehen wollte, wurde hier extra. Ich habe das Gefühl, dass es hier extra nicht fotografiert worden ist. Wenn man das von weiter weg frontal fotografiert hätte, sieht es vielleicht wirklich aus wie eine Hausnummer. Deswegen glaube ich nicht dran, dass das hier was Förderfähiges ist, wie sie es so gerne im Forum auch gerne mal sagen. Also nein. Ich denke, das entspricht nicht den Kriterien. Absenden. So, nochmal kurz hier aktualisieren. Eins noch, okay. Dieses eine jetzt hier noch. Überspringen geht sogar noch. Okay. Was soll das sein? Das sieht aus wie ein Tor. Im Ernst? Also ich würde das allein vom Bild schon sowas von ablehnen, weil ich nicht erkennen kann, was hier eingereicht wird. Also, abgelehnt. Damit sind wir durch. So,
Ich schreibe mir ganz groß auf meine To-Do-Liste, endlich meinen Standort zu ändern. Ich wollte euch keine spanischen Wayspots eigentlich zeigen. Ihr seht, gar nicht so einfach. Manche Sachen sind sehr schwer zu bewerten. Es ist schwieriger. Es ist definitiv besser, wenn man was richtige, ein paar richtige Deutsche hat. Das hilft, denke ich mal, schon weiter. Hauptsache, ich rutsche nicht noch auf OK runter deswegen. So, 10 Bewertungen habe ich heute durchgeführt. 1% sind während dem Video sogar noch dazugekommen. Auch sehr schön. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr in den Kommentaren Fragen stellen oder auch auf meinem Discord-Server in der Discord-Ecke, also Discord-Ecke, in der Wayfarer-Ecke natürlich. Ich habe auch die Benachrichtigung abonniert, bedeutet, ich bekomme bei jeder Nachricht eine Benachrichtigung in Wayfarer. Das heißt, ihr bekommt auch relativ zeitnah eine Antwort von mir, sofern ich denn gerade nicht irgendwie woanders unterwegs bin, zum Beispiel im Flugzeug. Ne? Wenn ich im Flugzeug bin, kann ich natürlich keine Fragen beantworten. Wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Da findet ihr zum Beispiel meinen Twitch-Kanal oder meinen Twitter-Account. Und ja, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Batsch.